Hallo liebe Sternenfahrer, wie jede Woche bekommt ihr hier eure Dosis Star Citizen News aus allen relevanten Quellen zusammengefasst in einem kompakten Video. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Hier die News der Kalenderwoche 32 im August 2018. In dieser Woche ruft Jared Huckabee ein paar mehr Leute an, um unsere Fragen beantwortet zu bekommen. Die erste Frage richtet sich an Ross Hopwood und lautet: Da es schwer ist, eine perfekt gerade Landefläche zu finden, wird es möglich sein, dass wir uns an einer Rampe oder einem Fahrstuhl hochziehen können? Die Antwort: In der Zukunft wird es möglich sein, zu klettern, allerdings hat dies eine niedrige Priorität. Frage 2 lautet: Warum können wir im Cruise Mode nicht entkoppeln, ohne die Geschwindigkeit zu verlieren? Die Antwort von David Colson ist einfach. Es handelt sich hierbei um einen Bug. Auch das Zurückfallen auf SCM-Geschwindigkeit bei kleinen Kurskorrekturen ist ein Bug. Nächste Frage war: Mit dem Planet Hursen, der in naher Zukunft ins Spiel kommt, werden wir auch Änderungen am Atmosphärenflug bekommen? Hursen wird zwar eine atembare Atmosphäre und somit dichtere Atmosphäre haben, aber vermutlich werden die Änderungen am Flugsystem bis dahin noch nicht implementiert sein. Hursen wird Tier 0 entsprechen, wenn er ins PTU kommt. Die letzte Frage der Woche ging an Kirk Tomei. Wird es möglich sein, Spieler im Quantensprung zu verfolgen oder im Quantensprung auszuweichen? Es wird zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein, Spieler im Quantensprung zu verfolgen. Es wird allerdings auch möglich sein, seine Quantensignatur zu verschleiern. Diese Systeme sind aber nicht für die nahe Zukunft geplant. Bitte denkt daran, ihr könnt eure Fragen im Spektrum-Forum der ASI-Seite im jeweiligen Monatsbeitrag posten und Fragen, die euch interessieren, eure Stimme geben, damit sie vielleicht in der nächsten Sendung drankommen. Lawmaker's Guide to the Galaxy. David Haddock zeigt uns in dieser Woche das Barros-System, welches unter der Kontrolle der Banu steht. Das System selbst wird von UEE-Wissenschaftler als Ursprungswelt der Banu gehandelt. Da die Banu keine historischen Aufzeichnungen machen, sind dies jedoch nur Vermutungen. Hauptpunkt dieser These ist, dass sich die Banu auf Barros 2 treffen, sobald es etwas zu beraten gibt, das die gesamte Rasse betrifft. Weiterhin beherbergt dieses binäre Sternensystem eine Flottille, die als großer Handelsplatz dient. Around the Verse. Neben dem Community Feature mit der Daymar Rally und dem Greycat Cruise über Daymar gibt es in dieser Woche einiges zu zeigen. Derzeit arbeitet man am Gruppensystem, welches in 3.3 so überarbeitet wird, dass dann alles mit Spectrum zusammenfällt. Als kleine Erinnerung, eure aktuelle Freundesliste wird nicht automatisch ins Spektrum übernommen. Ihr müsst dies händisch in Spektrum machen. Derzeit ist das Kontaktmenü in 3 Spalten aufgeteilt. Links befinden sich eure Kontakte, rechts finden die Channel ihren Platz und in der Mitte wird dann kommuniziert. Hierüber kann man nicht nur festlegen, welche Befugnisse jeder Einzelne in einem Chat hat, sondern auch welchen Zugriff derjenige auf euer Schiff hat. Auch das Face-over-IP-Feature wird hier mit eingebunden. Das System für Benachrichtigungen wird derzeit auch überarbeitet, um es mehr einzubinden als bisher. Zeit, dass diese hässlichen blauen Kästen endlich verschwinden. Auch das Interface, um Schiffe und Komponenten in-game gegen Rex auszuleihen, macht langsam Fortschritte. Hier einige Mockups dazu. An den Waffentürmen arbeitet man derzeit an Verbesserungen, wie uns Kirk Tomei versichert. Das Hüpfen der Zielhilfe in schnellen Gefechten wurde verbessert, sodass dies nicht mehr auftaucht. Eine wichtige Änderung wurde an der Turmsteuerung vorgenommen. Hier wird es so sein, dass, wenn man den Cursor an einer Stelle bewegt, der Turm auch nur bis zu diesem Punkt folgt und sich nicht immer weiter dreht, wie das derzeit der Fall ist. Für diese Änderung war mit 3.2 einfach keine Zeit mehr. Auch Hursen ist in dieser Woche wieder ein Thema. Gezeigt wird ein Visual Test vom Hursenmond Ariel. Die Wildnis um Morville. Ein Maßstabstest der Außenmauer von Morville. Und das Environment-Team arbeitet mit dem Particle-Effects-Team, um die Auswirkungen des Wetters richtig schön in Szene zu setzen.
Von Jared Huckabee bekommen wir ein kurzes Update zu den Schiffen, die sich aktuell in Arbeit befinden. Die 300er-Serie hat in der Breite ein wenig abgenommen und sieht nun schnittiger aus als je zuvor. Der Whirlpool der Constellation Phoenix ist nun auch fertig und wartet eigentlich nur auf ein wenig Wasser und seine Besitzer. Als letztes bekommen wir dann noch ein wenig der Damage States der Aegis Hammerhead zu sehen, was wie üblich filmreif aussieht. In Reverse to Verse haben Jared Huckabee und Jeremiah Lee nur die aktuelle Live-Version gespielt. Etwas Neues zu berichten gab's hier leider nicht. Das war's auch schon für diese Woche. Wenn ihr nächste Woche etwas findet, das unbedingt in die News aufgenommen werden sollte, schickt mir eine Nachricht mit einem Link. Hat euch das Video gefallen? Gebt ihm ein Like. Anregungen, Diskussion und Kritik einfach in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, gebt mir ein Abo und klickt auf die Glocke. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende im Verse.